Hallo zusammen, auf diesem Wege möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die Zusammenarbeit 2015 bedanken. Wir sind jetzt seit 5 Jahren tätig und versuchen alles das, was mit Open Source zusammen hat und was hängt und was mit Energie zusammenhängt, nach vorne zu bringen. Das ist natürlich nicht möglich ohne die Mithilfe von euch und davon haben wir in diesem Jahr 2015 sehr viel erfahren. Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich im Namen des gesamten Native Power Teams bedanken. Die ganzen Projekte, die wir jetzt für 2016 vor uns haben, sind sehr anspruchsvoll und bringen uns auch einen ganzen Schritt weiter, genauso wie die ganze Zeit, in dessen Umbruch wir uns hier im Moment befinden. Haben wir in der Vergangenheit durch Erziehung und durch Schule erlebt, dass wir systematisch von unseren Gefühlen entfernt worden sind und das alles über den Kopf gesteuert, in Wissenschaften und in kleinteilige Informationen zerlegt wurde, baut sich ja jetzt gerade ein ganz anderes Bild zusammen. In dem ganzen energetischen Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen und all dem, was mit Energien zu tun hat, ist eine ganz, ganz neue Welt im Aufbruch. Und wir freuen uns sehr, daran teilhaben zu können und auch von Native Power einiges dafür zu tun, um das weiter zu propagieren, zu verbreiten und auch zu verinnerlichen. Für mich selbst hat sich in den letzten Monaten herausgestellt, dass ein ganz besonderes Thema von Wichtigkeit ist, nämlich das Thema von Gedanken- und Worthygiene. Also alles das auszulassen, was mich selbst oder andere Menschen runterzieht, was mich selbst oder andere Menschen diskreditiert, was allerdings nicht bedeutet, dass ich mir nicht oder dass wir uns nicht den ganzen Dingen, die um uns herum falsch laufen, ergeben und dass wir die Dinge, die falsch laufen, nicht sehen. Aber es ist wesentlich besser, alle die Dinge, die ganz positiv sind, in den Vordergrund zu stellen und alle die Dinge nicht mit weiterer Energie zu versorgen, die um uns herum fragwürdig sind. Diese Fragwürdigkeit beginnt ja schon bei allen Nachrichten, die uns umgeben. Nichts, was da ist, können wir ja mehr so verarbeiten und aufnehmen, wie es uns präsentiert wird. Alles muss immer hinterfragt werden, wem nützt es etwas? Und das ist doch sehr, sehr anstrengend. Nichts ist mehr so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Aber ich denke, das haben schon unsere Großväter so gesagt. Also für mich und ich hoffe auch für euch ein ganz lichtvolles und ein ganz herzliches 2016, worauf die Betonung auf herzlich liegt. Denn die Öffnung unserer Herzen und auch das innere strahlende Licht, was wir selber mit in die Welt tragen können, wird einen großen Beitrag leisten, das, was uns erwartet, zu verändern und auch ganz positiv zu erleben. Ich danke euch nochmal und wünsche euch allen viel Gesundheit und ein frohes Schaffen.